Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf den Tag. Ich bin ja so gespannt, was er uns bringen mag. Komm, lasst uns heute Freunde sein und zusammen lachen. Gemeinsam sind wir stark und können tolle Sachen machen. Hallo Kids, hier ist der Matze aus der Kindertagesstätte Hand in Hand in Hemhofen. Heute habe ich eine kleine Aufgabe für euch. Für diese Aufgabe, da braucht ihr ein Arbeitsblatt. Und dieses Arbeitsblatt, das habt ihr jetzt natürlich gerade nicht daheim. Aber ihr könnt es euch, wenn ihr wollt, mit euren Eltern zusammen auf der Homepage von der Gemeinde runterladen. Da findet ihr das so ähnlich wie beim Kindertagesstätten-Bingo. Ihr könnt euch erinnern, ne? Da war ja auch der Zettel. Beziehungsweise, wenn ihr keinen Drucker daheim habt, dann würde ich sagen, ruft doch einfach mal im Kindergarten an, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Aber für alle, die einen Drucker daheim haben und die Möglichkeit haben, druckt es euch aus und legt es euch am besten gleich jetzt hin. So. Erledigt? Okay, wunderschön. nein, so schnell geht's nicht. Ihr drückt jetzt einfach kurz auf Pause und dann, ihr wisst schon, macht da weiter und dann schalte ich jetzt nämlich rüber in die Lernwerkstatt. Ihr wisst, die ist im ersten Stock vom Kindergarten und da treiben sich zwei ganz lustige Gesellen rum. Der Wuppi und der Fred. Die haben eine Aufgabe zu lösen und für die brauchen sie ein bisschen Hilfe. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Lösen der Aufgabe. Bis gleich! Hallo, hallo, ist hier jemand? Hallo, ja, hallo? Oh, ja, Wuppi, Gott sei Dank, wenigstens einer hier im Kindergarten. Ja, es ist so leer hier, wo sind denn nur alle? Ich habe keine Ahnung, der ganze Kindergarten ist leer, keine Kinder da. Oh. Und ich habe gesucht und gesucht und gesucht. Nicht mal eins von den Vorschulkindern ist da. Das stimmt. Und soll ich dir was sagen? Ich bräuchte sie jetzt ganz dringend. Ich habe nämlich was gefunden. Ja, was denn? Ja, pass mal auf. Mhm. Ich zeig's dir. Schwupp, die Wupp. Und jetzt ist es da. Guck, hier. Ein Arbeitsblatt habe ich gefunden, mit lauter schönen Bildern drauf. Ah, sowas habe ich schon mal gesehen. Echt? Mhm. Ja, mit den Vorschulkindern. Stimmt, ihr macht ja immer das Ohrentraining. Ja, aber also nicht so mit so vielen Bildern, da kann ich mich nicht erinnern, aber so ähnlich. Guck mal, das sind Reihen. 1, 2, 3, 4. Ja. Sollen wir mal eine Reihe ausprobieren? Was da für Bilder sind? Was da ist und was man da vielleicht machen müsste? Okay. Das erste ist eine Krone, stimmt's? Ja, stimmt. Ah, da war doch mal die Robotersprache. Okay. Vielleicht müssen wir es in Robotersprache sagen. Na, dann machen wir das doch mal. Kannst du die Robotersprache? Also, ich zeig dir, wie das geht. Da muss man nämlich immer klatschen. Das weiß ich noch. Mhm. Bei Krone? Boah, das ist schon ziemlich schwer. Ich probier's mal. Krone. Ja, das war richtig. Krone. Zweimal klatschen. Kannst du's? Pass auf. Krone. Ja. Das war gut. Sehr gut. Dann probiere ich jetzt mal das zweite. Vielleicht kann ich es ja schon. Das zweite ist eine Rose. Rose. Auch zweimal klatschen. Oh, das ist zweimal geklatscht. Ich mache auch nochmal. Rose. Ja, ich glaube, das stimmt. Hört sich gut an. Ja. Perfekt. Und das dritte, was ist das? Eine Hose. Wie oft muss man da klatschen? Das weiß ich, glaube ich, auch. Hose. Wuppi, das klingt jetzt aber anders als die anderen zwei. Ich glaube, das ist falsch.
Das stimmt, ich habe nur einmal geklatscht. Ja. Ich probiere es nochmal, warte. Hose. Ja, das hört sich spitze an. Ah, gut. Das ist gut. Mir fehlt ein bisschen die Übung. Ja, ich merke schon. Wird Zeit, dass die Vorschulkinder wieder kommen und mit dir üben können, hm? Ja. So, jetzt sind die drei Wörter in einer Reihe. Krone, Rose, Hose. Was muss man da jetzt machen, Wuppi? Denk nach, wenn du sowas Ähnliches schon mal gemacht hast. Also Robotersprache haben wir gesagt. Ja, aber bei der Robotersprache spricht man ja nur. Und bei einem Arbeitsblatt muss man ja irgendwas malen. Oh, ja. Ausmalen? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist immer schön, wenn man ausmalt. Aber ich glaube nicht, dass man da nur ausmalen muss, Wuppi. Kannst du es nochmal sagen vielleicht? Achtung! Krone, Rose, Hose. Mir ist was aufgefallen. Also ein was hat sich irgendwie anders angehört. Und ein was war wie ein Zauberspruch. Okay. Sag's nochmal. Krone, Rose, Hose. Ja, das muss es sein. Hast du es auch gehört? Ja, die zwei letzten Wörter. Ja, Rose und Hose, das reimt sich nämlich. Aber wie bei Zaubersprüchen. Aber die Krone... Na dann muss man die Krone in der Reihe durchstreichen, weil die nicht dazu passt. Ja, das machen wir. Durchstreichen die Krone und dann noch eine Reihe und noch eine Reihe und noch eine. Oh, wei, wei, wei. Puh, das ist mir zu viel. Eigentlich haben mir immer die Vorschulkinder geholfen. Aber weißt du was? Ich glaube... Vielleicht können uns die Vorschulkinder hören und sehen. Vielleicht sind die da draußen. Da außen. Da? Ja. Und vielleicht haben die ja Zeit und Lust. Und meinst du, die würden uns auch helfen? Na klar, die helfen dir immer, Wuppi. Das stimmt. Und die freuen sich doch, wenn sie was zu tun haben. Das stimmt auch. Weil... Dann sollen die sich einfach das Arbeitsblatt ausdrucken, das Arbeitsblatt bearbeiten und zu uns in den Kindergarten in den Briefkasten schmeißen. Oh ja, das wäre toll. Dann haben wir ganz viele Lösungen. Und dann können wir alle angucken und dann, ja, das wäre super, wenn wir die Hilfe bekommen würden. Ja, fände ich auch. Und weißt du was? Und sehen, glaube ich, nicht nur die Vorschulkinder. Auch die jüngeren Kinder können uns sehen. Und meinst du, die helfen uns auch? Ich glaube, die haben auch Lust, uns zu helfen. Dann kriegen wir ja noch mehr Hilfe. Und ganz viel Post. Oh ja, das wäre super. Und dann können wir die Aufgaben lösen, wenn die Kinder uns geholfen haben. Ja, und üben, üben, üben. Genau, weil das ist wichtig, Wuppi. Das schaffen wir und die Kinder da außen bestimmt auch. Wir freuen uns auf Post von euch. Und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Das stimmt. Bis bald. Tschüss. Puh, das war, glaube ich, jetzt gar nicht so einfach, die Aufgabe. Hä? Ja, aber... Ich bin mir sicher, ihr seid jetzt totale Reimwortspezialisten. Und weil ich mir sicher bin, dass Wuppi und Fred noch ganz viele solcher Aufgaben haben, könnte es sein, dass ihr die beiden jetzt in nächster Zeit öfter mal seht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir zählen wieder runter. Und weil wir heute was für die Vorschulkinder vor allem gemacht haben, würde ich sagen, zählen wir heute auch mal ganz schwierig runter von über 10. Von 12. Ich habe aber keine 12 Finger. Egal. 10 und 2. Ich fange an. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Eins und fertig, fertig, fertig sind wir jetzt. Fertig, fertig, fertig sind wir jetzt. Schnipp, schnapp, schnauz, die Sendung ist jetzt aus. Tschüss.